Ja, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Es gibt heute mal wieder eine Reaction. Leute, rechte Hand, rechter Arm ist komplett Knockout, kann man so sagen. Sogar das tut weh. Leute, wir reagieren heute auf Fendi Drip von Luciano UFO361 Lil Baby von dem Album Millis. Ich bin heute ein bisschen K.O., kann man sagen. Müde, kann man sagen. Dies kann man sagen, das kann man sagen. Scheiß mal da drauf. So, wir haben auf die ganzen Songs reagiert. Also ihr habt ja Vorschläge gegeben, die neuen Songs. Keine Ahnung, wie viele das waren. 7, 8, 9 Stück haben wir jetzt durch. Und ich dachte mir jetzt endlich, Luciano Millis Album Reaction ist da. Ihr habt gesagt, reagiert auf Fendi Drip. Ich wollte auch auf Fendi Drip reagieren. Weil ich habe ja auch auf das Album-Snippet reagiert, ging auch über 25 Minuten. Und da ist mir der Song Fendi Drip direkt so aufgefallen. Vor allem so Features wie UFO und Lil Baby. Ist echt nice. Ich bin mega gespannt drauf. Und genau, was mir noch sehr wichtig ist, schreibt mir in die Kommentare, auf was ich als nächstes reagieren soll, weil ich nur auf eure Vorschläge eingehe. Ihr habt gesagt Fendi Drip, ich reagiere auf Fendi Drip. So, damit ihr Bescheid wisst, einfach mal reinballern. Wollt ihr, dass wir auf noch einen Song vom Album reagieren? Wollt ihr, dass wir auf das ganze Album reagieren? Ich lese mir die Kommentare durch und je nachdem, wenn ich sehe, wie viele Leute was wollen, machen wir das. So, jetzt aber genug gelabert. Reaction auf Fendi Drip ist da. Mixo. Okay, also ganz kurz, Beat ist von Mixu und MacLoud, schön, so eine Flöte oder so. Ich mag die Beats von Luciano, feiere ich wirklich sehr, weil er nicht so 0815 Beats hat. Ist mir bei Millis jetzt aufgefallen, dass er mehr von den Beats in so eine orientalische Richtung geht. Beat ist von Mixu und MacLoud, ne, natürlich kennt man Produzenten, sind auf jeden Fall stabile Produzenten. Sneakers aus Italien, Loco, wenn ich Henny sehe. Sie haben niemals so viel Drip, weil sie noch lang nicht ready sind. Lucio UFO Money, guck, wir sind im Fendi Drip. Im Fendi Drip, im Fendi Drip. Schöne Melodie im Beat auch. Und diese Adlibs von Luciano, hat sich das ja zu Adlib gemacht. Ich mag dieses Bu-Bu-Bu-Bu. Das war ja auch bei, Yeah, war das so, nicht so, bei Yeah war das so. Es gab ja diese eine ruhige Stelle. Bo, 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 bo. So voll dieses Flüstern, Alter. Okay, ich mag diese Adlib von ihm. An die Deutschrapper da, klaut die ihm nicht, die gehört nur ihm. Oh, Wave. Man hört direkt als Adlib Wave. War so klar, ne? Wave, ihr wisst Bescheid. UFO 361. Aber kurz zur Hook. Im Fendi Drip. Im Fendi Drip. Ich bin halt kein Fan davon, wenn man in der Hook immer das Gleiche sagt. Bin ich überhaupt nicht der Fan von. Das war bei Yeah. Dieses immer wieder hintereinander das Gleiche. Aber hier, finde ich, hört sich das gut an. Weil hier pusht das einen echt gut nach vorne. Ich mag sowieso Luciano aggressiv. Finde ich mega stark. Mega, mega stark. Und von seinem Album-Snippet war das einer der Songs, wo ich mir dachte, boah, das will ich mir unbedingt geben. Das war einer der Songs, wo ich mir dachte, unbedingt. Es gab noch andere. Meine Cuban Link Chain, Digga, $50,000. Kelly Weed, Fendi Drip, VF Jetskis durch den Sommer. Drip zu hot, chill mit Gunner, Stars, Shades, Stevie Wonder, ja, Mason Marcella. Zu viel Steaks auf meinem Sweater, ja, Baguettes auf bin kein Bäcker, Fiji auf die Sky. Boah, das ist so einfach. Vorausschauend, dass du weißt jetzt, nein, und jetzt kommt der Beat Drop. Man fühlt es einfach, man fühlt es. Ich höre den Song gerade zum ersten Mal. Ich weiß einfach, wann der Beat Drop reinkommt. Und das haben Mixu und MacLoud einfach mega nice gemacht. Und ich finde UFOs Flow stark, weil ich mag das auch. Wo habe ich das auch gesagt? War das bei Summer und Elias? Ich weiß es nicht. Aber ich mag den Flow, dieses. Und ich bin jetzt hier und dann gehe ich da hin. Später sind wir da. Ne, ihr wisst ja, was ich meine. So, ich brauche jetzt nicht irgendwie noch eine Minute, das weiterzumachen. So, dieses Stockende im Flow feiere ich mega. Hat sich noch nicht in der Deutschrap-Szene etabliert, aber kommt so langsam, merkt man. Finde ich nice von UFO. Also, Flow hat mir gefallen. Ja, ich pass auf deutschen Rap, jetzt auf, als wäre ich Babysitter. Fendi Gürtel, Fendi Bags, Fendi Villa. Ja, zu Fendi Name, Drip, zu viel Fendi Water, Drip, ja, Fendi Master, Drip, zu viel Fendi Water, Eis auf. Boah, was ist das für ein Song, Alter? Was ist das für ein Song? Ich mag diese Wechsel von UFO auch gerade, hat mir gefallen, so dieses erstmal, und dann zu viel, dieses jetzt Erschöpfte in der Stimme. Diese Stimme ändert sich komplett. Flowwechsel ist da, andere Atmosphäre ist da, Mann. Geil.
Weißt du, was da irgendwie gepasst hätte? Ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hat. Vielleicht habe ich es gerade auch von da. Aber so Wassertropfen im Hintergrund hätte gerade gepasst. Flutschein, die vorbeikommen, bring die Wave Poseidon. Ja, 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 ja. Money, guck, wir sind der Fendi Drift. Ganz kurz, sorry, ich bin wieder am pausieren, sorry. Aber ich muss eine Sache sagen. Poseidon war ja so ein war Song von Wave, von Ufo, haben wir ja auch durch das Album, haben wir ja auf das Album haben wir ja reagiert. Und ich muss sagen, Poseidon war einer der Songs, die ich wirklich mit am stärksten fand. Es war ein kurzer Song, aber es hat mir mega gefallen von der Atmosphäre her. Im Fendi Drip! Im Fendi Drip! Im Fendi Drip! Nico sind der. Boah, diese Luciano-Stimme! Anders! Uff, finde ich nice. Der Song ist sogar auf Platz 47 in den Trends. Ist auf jeden Fall stark dafür, dass der Song nicht als Single rausgekoppelt wurde. Aber wäre das hier als Single rausgekommen, hätte er das als Single vom Album rausgekoppelt, anders krank. Das würde anders krank sein. Das wäre anders krank, Mann. Fendi Drip, Fendi Drip, Fendi Drip, Fendi Drip, Fendi Drip. Double L's on my belt, cause I be fresh and fly. Oh, da haben wir Lil Baby am Start. Finde ich nice, man, dass man so ein, ja, Star, sag ich mal, auch reingepackt haben. Bin jetzt sehr auf seinen Part gespannt. Natürlich, Sprachen außer Deutsch verstehe ich nicht ganz. Nee, und Türkisch. Naja, gut, mal gucken. Ich kann jetzt euch nicht sagen, nee, ist jetzt. War so unwitzig, aber ich kann jetzt nicht vom Inhalt her gucken, was er da alles sagt. Hören wir einfach mal rein, gucken wir mal, wie er rappt, wie er float, ob er abliefert. Ufo hat mir sehr gefallen, Luciano sowieso. Mal gucken, Lil Baby. I can't go head to toe, cause I ain't no mannequin. I just flew some bad shit in front of Dominican. She get mad when I flip out and call it Spanish. Moonwalking, diamonds dance. I went vintage, Fendi fashion. In that lamb truck, I be smashing them. Oh mein Gott, Alter. Ist eine Reaktion nach langem, wo ich mich ganz schwer festhalte. Aber ich mag diesen Stimmenunterschied. Zum Beispiel von Luciano und Ufo. Die haben ein bisschen mehr so eine tiefere Stimme. Und dann kommt so Lil Baby mit einer höheren Stimme. Also seine Stimme sticht wieder hervor. Man merkt, da ist voll der Unterschied. Ich mag das, wenn ein Feature dabei ist und der eine ganz andere Stimme hat, wie Lil Baby gerade. Das ist nice, Mann. My bitch, she got the fattest ass. I'm rich for real, don't have to brag. She wanna be in this fucker bag. That's the shit I'm into. Yeah. Zu Fendi Name, Drip, zu Fendi Water, Drip, ja, Fendi Master, Drip, zu viel Fendi Water, Ice Up. Boah, also ich muss sagen, ne, ich finde das nice, dass hier Ufo quasi die Pre-Hook übernimmt und dann Luciano noch die Hook musste von Luciano sein. Die Hook musste einfach von Luciano sein. Im Fendi Drip, da passt einfach seine Stimme am meisten drauf. Kurz zu Lil Baby, hat mir gefallen. Ich überlege gerade, wen Luciano noch als Feature dabei hatte. Summer Jam war ja noch dabei. Ich erinnere mich nicht mehr richtig ans Album-Snippet. Ich weiß nicht mehr, was ich gestern gegessen habe. So schlecht ist mein Gedächtnis. Nee, Quatsch, aber ich weiß wirklich nicht, was ich gestern gegessen habe. Scheiß drauf. Lucio Ufo, diese Stimme von Luciano, aggressiv, schöner Beat. Also Props gehen da raus an Mixu und MacLeod, wirklich abgeliefert. Letzter Zeit lese ich öfters so nicht nur einen Beat-Produzenten, sondern immer zwei. Immer diese Kombos sind am Start, weißt du, so Mixu und MacLeod ist eine Kombo. Lucry jetzt mit Suena sieht man ja jetzt auch öfters. Oder Bizarre und Jorkev sieht man ja öfters. Oder The Royal und The Crate. Also die Produzenten immer. Man sieht immer zwei Produzenten in letzter Zeit, ist mir so aufgefallen. Aber ich finde wirklich, Deutschrap macht mega, mega die starken Beats. Money, guck, wir sind der Fendi Drip. Im Fendi Drip. Im Fendi Drip. Im Fendi Drip. Im Fendi Drip. Nico sind der Fendi Drip. Im Fendi Drip. Im Fendi Drip. Im Fendi Drip. Nico sind der Fendi Drip. Boah, ich muss sagen, die Hook gefällt mir hier mega. Die Hook pusht einen so krass. Die Hook ist so, wenn du keine Kraft mehr hast, wie ich gerade eben noch so mega halbtot im halben Schlaf noch. Und dann hörst du dir Luciano an, ne? Diese Stimme von Luciano. Und wenn der ausrastet, dann ist wirklich vorbei, Mann. Dann hast du wieder Kraft, geht nach vorne. Du willst boxen, du willst schlagen. So nach dem Motto, du hast wirklich diese Power. Und ich finde, dieses Gefühl geben mir zwei Rapper. Dieses Gefühl geben mir zwei Rapper. Der eine ist Luciano und der andere ist Samra.
Deswegen ist vorbei. Deswegen war ich bei Jaselle mir auch, habe ich die Wände, ne? Halt einfach dein Maul. Du Motherfucker, full bless, flex im Fendi Drip. Dollar nicht wie damals, Hotel Haie, Treffer Jackie Kills. Ja, sie hassen Taille, bist okay, doch vergesse nicht. Diamanten funkeln, Cuban Links, guck die Kette sitzt. Fendi Sneaker, meine Treter. Wow! Oder jetzt wird ein schneller Flow, kommt da raus. Ich muss sagen, Lil Baby hat jetzt nicht, ich glaube, ich weiß gar nicht, hat er einen langen Part? Ich muss da nochmal reinhören, aber war jetzt nicht so ein langer Part. Trotzdem finde ich, Luciano macht den Song. UFO hat auch einen starken Part gehabt. Lil Baby fand ich auch, war gut. Also wirklich alle drei Feature haben mir gefallen. Am meisten hat mir Luciano gefallen, weil ich finde, seine Stimme passt am besten hier drauf, Mann. Am besten passt er hier drauf. Junge, dieses Cover einfach, Mann. Dieses Cover. Wirklich, Millis muss einfach. Auf welches ist schon. Nee, ist doch erst letztens rausgekommen. Ich bin Opfer. Ich wollte gerade sagen, was hat er für eine Chartplatzierung dafür bekommen? Aber ich würde einfach mal sagen, wenn Milis nicht auf 1 geht, dann weiß ich auch nicht, Mann. Dann weiß ich auch nicht. Dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Boah, okay. Also auch der Flow von Luciano hat mir auch nochmal gefallen. Nur Positives kann ich hier gerade aussprechen. Wirklich nur Lob kann ich aussprechen an den Song. Sehr starker Song. Wenn der rausgekoppelt wäre, boah, Deutschland würde explodieren. Die hätten damit alles gekillt. Aber ich muss sagen, sowohl Luciano mit seinem Album Millis hat er alles gekillt und sowohl UFO mit seinem Album Wave hat er alles gekillt. Ich finde das nice, dass die beiden nicht am selben Tag released haben. So, das wäre auch irgendwie dumm. So, deswegen finde ich das nice, dass UFO vorher released hat, auf 1 gegangen ist. Hoffen wir mal, dass Luciano auch jetzt auf 1 geht. Weil das waren echt beides. Ich habe Lucianos Album mir nicht ganz gegeben. UFOs Album habe ich alles komplett gegeben, auch reagiert. Aber ich muss sagen, UFO hat ein starkes Album gemacht und die Singles, die ich von Luciano kenne, waren auch alle stark. Zu viel Wind, Water, Eis auf, Flut, wenn wir vorbeikommen, bring die Wave Poseidon. Ja, ja, ja. Lucy, UFO, Money, guck, wir sind der Fendi Drift. Sneaker, Sauce, Italy, Loco, wenn ich any sip. Sie haben niemals so viel Trip, weil sie noch lang. Weißt du, dieser Unterschied auch von UFO und Lucianos Stimme gibt nochmal so richtig geil Feeling bei UFO. Du weißt, er bereitet gerade vor und dann Lucio, diese Stimme, Mann, diese Stimme ist richtig. Die kannst du mit niemandem vergleichen. So. Seine Stimme kannst du mit niemandem vergleichen. Diese aggressive Richtung ist seine Richtung. Und die hat Samra auch nochmal krass drauf. Weil Samra hat nochmal so eine Schreistimme. Samra kann nochmal richtig rumschreien. Ra! Weißt du, so, Alter. Ich will die sehen. Lucio, UFO, Money, guck, wir sind der Fendi Drip. Im Fendi Drip. Im Fendi Drip. Im Fendi Drip. Im Fendi Drip. Negro sind der Fendi Drip. Boah, ihr Fendi Drip, flex, flex. Fendi Drip. Boah, okay, also wir sind jetzt sowieso am Ende des Songs angekommen. Nice, 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 kann man nur sagen. So, nochmal ein Appell an euch da draußen. Schreibt mir rein, auf was wir als nächstes reagieren sollen. Habt ihr Vorschläge zu Millis oder wollt ihr nur den Song? Kann ja auch sein, ich weiß es nicht. Ihr könnt entscheiden, wollt ihr das ganze Album, wollt ihr den Song oder wollt ihr einen anderen Song? Ballert es in die Kommentare, Leute. So, ich glaube, wir haben auch echt dieses Wochenende viele, viele Reactions aufgenommen, damit jetzt noch. Und wenn dann noch eine kommt, sind wir schon, glaube ich, bei. Keine Ahnung, 10, 11, irgendwie sowas. Wurde ja auch ein bisschen was gesperrt. Aber scheiß mal da drauf. Einfach immer weitermachen, durchziehen. Nico sind im Fendi Drip. Im Fendi Drip. Im Fendi Drip. Im Fendi Drip. So, Musik hat aufgehört, aber ich mache noch weiter, okay? Leute, ich hoffe, euch hat die Reaktion gefallen. Ah, mein Arm, Alter, sogar das tut weh. Wenn ja, dann zeigst du deinen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal, um in Zukunft auch keine Reactions mehr zu verpassen. Aktiviere die Glocke, dann wirst du benachrichtigt. Checkt Instagram ab, MehmetK_1212. Das war's, haut rein und ciao!